Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen wieder ein bisschen Gefahren. Diesmal den Eichenprozessionsspinner. Das ist Nachtfalter, aber der Falter an sich ist vollkommen harmlos und in keinster Weise gefährlich. Schlimm ist dessen Raupe. Ne? Wie jeder Schmetterling hat das Viech erstmal ein paar Raupenstadien, bevor er zum eigentlichen Falter wird. Und gefährlich ist vor allen Dingen Raupenstadium ab der dritten Verpuppung, weil dann beginnt das Teil fiese Nesselhaare auszubilden. Und die sind genau das Problem, was möglicherweise gefährlich werden könnte. Wie gefährlich? Naja, für gesunde Menschen, die da nicht allergisch drauf reagieren, äußerst unangenehm. Macht wirklich überhaupt keinen Spaß, damit in Berührung zu kommen. Wie ein enormer, intensiver Sturz in die Brennnesseln, wo man wirklich sich wirklich richtig fies mit dem Zeug eingedeckt hat, das dann auch ein paar Tage halten kann. Der Schmerz, der Juckreiz und so weiter und so fort. Also schon fieser als Brennnesseln, ne? Aber damit man sich es ungefähr vorstellen kann, mit was das zu vergleichen ist. Und für Allergiker kann es halt ganz schnell ganz gefährlich werden, insbesondere wenn zum Beispiel es den Hals erwischt hat oder sonst irgendwie in irgendeiner Form die Atemwege. Da ist wirklich nicht mit zu spaßen. So, wo kommen die vor, die Eichenprozessionsspinnerchen? Ja, logischerweise auf Eichen. Und da muss man jetzt allerdings noch unterscheiden zwischen Bestandeseichen. Also nehmen wir mal an, dieses Ding da hinten wäre eine Eiche, steht mitten im Bestand, wäre wahrscheinlich nicht befallen. Da braucht man also wirklich nicht von ausgehen. Es muss schon eine extreme Massenvermehrung von den Viechern stattfinden, dass wirklich so mitten im Bestand stehende Eichen befallen werden. Stattdessen, sehr gerne angenommen, werden Eichen am Waldrand, so wie diese hier, ne? Also der dicke Baum in der Bildmitte. Da geht das doch relativ fix, dass da mal der Prozessionsspinner dran bzw. drin hockt, je nachdem wie man das formulieren möchte. Außerdem komplett freistehende Eichen, die solitär irgendwo auf der Wiese rumstehen, und das betrifft natürlich besonders Parkbäume oder sonstige Bäume innerhalb von Städten, Dörfern, Gemeinden, was auch immer, weil die sind wirklich sehr, sehr gerne dann mal vom Eichenprozessionsspinner entsprechend heimgesucht. Warum? Weil da ist es wärmer. Deswegen gilt auch Südhangeiche immer gefährlicher als Nordhangeiche und grundsätzlich eben in prädestinierten Eichenwäldern, wo so richtig viele Eichen rumstehen, steigt auch natürlich das Infektionsrisiko, also das Risiko, dass so ein Viech anwesend ist, deutlich an, weil wenn sie von Eiche zu Eiche bloß fliegen müssen, um ihre Eier zu legen, dann profitieren die davon natürlich auch. Wenn nur einzelne Eichen mal da sind, die müssen sie ja auch erstmal finden. Ne? So viel zur Wahrscheinlichkeit, die anzutreffen. Jetzt, was treiben die so? Naja, das sind Raupen von Schmetterlingen, die machen das gleiche wie alle Raupen von Schmetterlingen auch, die kriechen zum Blatt und fressen dran rum. Und zwar machen sie das der Reihe nach, in einer langen, fadenförmigen Reihe, hoch ins Geäst. Und deswegen heißt er auch Prozessionsspinner, weil er halt in einer Prozession zu den Blättern unterwegs ist. Ne? Also, die kraxeln von ihrem Nest, wo die Eier gelegen haben, hoch in die Blätter, fressen, sind irgendwann genug gefressen, kräxeln wieder zurück in ihr Nest, verpuppen sich, gehen ins zweite Larvenstadium über, krabbeln wieder hoch in die Blätter, fressen, krabbeln wieder zurück, gehen ins nächste Larvenstadium über und so weiter und so weiter und so weiter. Das Gefährliche ist jetzt, ab dem dritten Larvenstadium bekommen sie eben Brennhaare. Diese Brennhaare sehen so ein bisschen aus wie die Brennhaare der Brennnessel, sind nun noch feiner, mit einem noch intensiveren und tödlicheren, in Anführungszeichen, Gift gefüllt und haben auch noch Widerhaken. Das Blöde ist jetzt, dass die jedes Mal, wenn die sich verpuppen, ihre Haut liegen lassen. Und da sie jedes Mal ins gleiche Nest zum Verpuppen gehen, sammelt sich da im Laufe der Zeit ein ganzer Haufen von diesen Brennhaaren, die an der Haut dran gehangen sind, wirklich da drin an in diesem Nest. Und die halten sehr lange. Die haben eine wirklich enorme Haltbarkeit, diese Härchen. Irgendwann sind das so viele, dass dann ein Windhauch reicht, um einen größeren Schwall dieser Haare wirklich durch die Landschaft zu transportieren. Und deswegen kann man sich also durchaus 50 bis 100 Meter, also weiter als 100 Meter ist sehr unwahrscheinlich, aber bis zu 100 Meter Entfernung von einer Eiche, kann man sich noch ein paar von diesen Stacheln quasi sozusagen einverleiben, weil man in der Nähe einer kontaminierten Eiche eben entsprechend vorbeigelaufen ist.
Das ist also schon eine recht unangenehme Geschichte. Das heißt, wir kommen auch damit relativ gleich zum Thema, was kann man denn dagegen tun, um möglichst nicht mit Eichenprozessionsspinnerstallen, sage ich jetzt einfach mal, in Berührung zu kommen. Naja, nicht unter Eichen rumlaufen. Insbesondere halt nicht unter den Eichen, die besonders gerne befallen werden. Und oft ist es bei Parkbäumen ja auch so, dass dann gerne mal Schilder aufgestellt werden. Achtung, hier ist der Eichenprozessionsspinner zugange. Habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Und dann kommen relativ schnell die Experten mit Schutzanzug, mit Flammenwerfer, die dann die Nester abflammen. Auch ein cooler Job, ne? Du kannst mit einem Flammenwerfer gegen Eichenprozessionsspinner vorgehen. Es wird auch immer mal wieder über entsprechende Insektizide diskutiert, die man stattdessen verwenden könnte, großflächig über dem Wald ausbringen, also das ganze Ökosystem quasi zu düngen mit dem Zeug, zu spritzen. Was aber eigentlich keiner so richtig will, weil das wirkt halt eben nicht nur gegen Eichenprozessionsspinner, das Zeug, was man da ausbringen könnte, sondern auch gegen sämtliche anderen Schmetterlinge. Und das wäre dann wieder ökologisch gesehen ein ziemlicher Super-GAU, weshalb man dann auch im Wald eigentlich zu jedem Baum einzeln hin müsste, um dann wieder mit dem Flammenwerfer das entsprechende Nest abzuflammen. Was überhaupt auch nicht ungefährlich ist, weil es könnte potenziell einen Waldbrand auslösen, denn die Viecher vermehren sich besonders bevorzugt bei Trockenheit, also zum Beispiel jetzt. Ja, so viel dazu jedenfalls. Was kann man jetzt als Einzelperson sonst noch tun, um sich vor dem Prozessionsspinner zu schützen? Lange Kleidung tragen und tatsächlich, und in diesem Fall ist es nicht wirklich nur ein Gag, ein breitkrempiger Hut, weil wenn das Zeug von oben kommt, dann hilft so ein Hut schon außerordentlich, dass es einem halt nicht zum Beispiel in die Kopfhaut eindringt oder ins Gesicht. Das ist dann wirklich ein ordentlich guter Schutz. Man könnte auch noch einen etwas höheren Kragen tragen, also zum Beispiel ein Hemd und den Hemdkragen schön zumachen, damit einem da nichts reingeht. Ist man durch eine Wolke von diesen Härchen durchgelaufen und weiß das, weil man weiß, man ist in der Nähe von einem kontaminierten Baum vorbeigekommen und hat da schon mal was abgekriegt oder man hat ein bisschen was auf die Hand bekommen, dann kann man davon ausgehen, dass der komplette Ärmel auch was abbekommt. Hat. Aber das dringt halt durch keine Textilien durch, diese kleinen Härchen, die bleiben da irgendwie drin hängen. Dann ist es wichtig, wenn man nach Hause geht, dass man dann seine Klamotten eben irgendwo gleich zur Wäsche packt und nicht noch irgendwie mit den Klamotten andere Sachen kontaminiert oder Leute umarmt, während man selbst noch die kontaminierte Kleidung eben entsprechend trägt. Ja, ansonsten kann man dann nur noch was tun, nachdem schon zu spät ist und man das Brennen schon entsprechend hat, beispielsweise jetzt halt eben auf der Hand, die man im Sommer selten mit einem Handschuh bedecken wird, dann kann man erstmal als Schritt Nummer 1 Fenestil drauf schmieren. Das kennt man ja, dieses klassische kühlende Gel bei Insektenstichen, Sonnenbrand, etc., blablub und so weiter. Das hilft auch erstmal ganz angenehm gegen Eichenprozessionsspinner. Gift, ne? Und wenn das nicht ausreicht, dann kann man mit kann man da dran gehen und das dann drauf schmieren. Das nimmt auch die Entzündung deutlich zurück, weil gerade eben das Fiese bei diesen Prozessionsspinnerhärchen ist halt, dass die doch eine ziemlich starke Entzündungsreaktion hervorrufen können. Auch bei Leuten, die dagegen nicht allergisch sind, schon sehr unangenehm. Also wirklich, macht keinen Spaß. Hatte ich einmal, das hat mir aber auch gereicht, das muss ich jetzt so schnell nicht nochmal haben. Das hat wirklich einige Tage lang gehalten, bis das wieder weg war, weil ich zuerst gedacht habe, ich muss da nichts drauf schmieren und dann später habe ich aber doch was drauf geschmiert und dann ging es aber auch wieder relativ schnell, ne? Ja, aber mit Cortison soll es dann eigentlich auch schon wieder weg sein. Sollte man das nicht im Haus haben oder nicht drankommen oder tatsächlich es gleich schon wirklich so unangenehm sein, dass man das Gefühl hat, man muss zum Arzt, dann ist es auch keine Schande, genau das zu tun und wirklich zum Arzt zu gehen. Mit dem Eichenprozessionsspinner ist wirklich nicht zu spaßen und insbesondere nicht bei Kindern. Da muss man auch wieder vorsichtig sein. Das ist schon relativ aggressiv, dieses blöde Prozessionsspinner-Gift. Da kann man auch vielleicht lieber einmal zu viel zum Arzt rennen, als einmal zu wenig und ansonsten einfach ein bisschen die Augen offen halten und die Ohren offen halten, ob vielleicht schon jemand mal mitbekommen hat, dass hier jetzt in dem Wald, in dem man sich gerade befindet, schon Prozessionsspinner unterwegs sind oder nicht. Da kann man auch ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda austauschen und sobald es einmal anfängt zu jucken dann, und man kann sich es nicht anders erklären, dann ist es wahrscheinlich schon der Prozessionsspinner gewesen, insbesondere wenn Eichen anwesend sind. Ne? Also nicht mitten im Fichtenwald, aber ja. Das müsste eigentlich das Wesentliche zu dem Thema gewesen sein. Also passt auf euch auf, lasst euch vor allen Dingen auch nicht betüxen und bis zum nächsten Mal.